Genau, da sieht man jetzt im Prinzip die Gesamtsituation. Der Wagen hat kein Keyless Go gehabt. Schaut euch mal genau an die Nachbarschaft, also auch die Fenster. Das Grundstück liegt im Prinzip, hey Leute, die Karre wird gerade hier weggeschoben. Die Alarmanlage wurde von Porsche abgelehnt. Ich vermute, dass die spezielle, wie ich schon angekündigt habe, in dem Aufruf, habe ich mich natürlich eingehend mit der Geschichte beschäftigt und auch vor Ort nochmal wirklich an dem nächsten Tag, wo ich dann mit dem Lamborghini vor Ort war, nochmal die komplette Location abgefilmt. Fangen wir mal einfach an. Wir steigen mal irgendwo jetzt direkt am Anfang, wo ich gefilmt habe, ein. Genau, da sieht man jetzt im Prinzip die Gesamtsituation der Lamborghini. Da müsst ihr euch vorstellen, da stand halt 1:1 der GT2 RS. Der GT2 RS ist, glaube ich, auch von der Größe her nochmal einen Tick größer als der Lamborghini. Und ihr seht, da ist wirklich nicht viel Platz. Genau in der Konstellation war auch der GT2 RS zugeparkt. Rechts steht der 1er und davor genau zur Straße hin blockiert der AMG GTR von Dennis die Ausfahrt. Das heißt, also beim besten Willen kriegt man den GT2 RS da nicht raus, wenn man den Wagen selber startet und fahren würde, theoretisch. Dazu auch noch mal ganz kurz, der Wagen hat kein Keyless Go gehabt. Das heißt, du musst den manuell mit einem Pieper, also mit einem Schlüssel öffnen, Schlüssel reinstecken, umdrehen und dann erst kannst du losfahren. Aber da haben die mittlerweile natürlich jegliche Technologien, um das alles zu umgehen. Aber Fakt ist, der Wagen wurde nicht gestartet. Das hätten die Jungs auch sonst mitbekommen gehabt. Das ist ganz anders abgelaufen. Das sieht man auch nochmal im Laufe des Videos. Und hier sieht man auch, wie nah und unmittelbar der Eingang von der Haustür eigentlich zu dem Fahrzeug ist. Das heißt, da sind wirklich nur ein paar Meter zwischen Fenster bzw. Eingangstür und dem Bereich, wo das Auto stand, in dem Carport. Und hier sieht man auch schon im Prinzip die Furchen. Schaut euch mal nochmal genau an die Nachbarschaft, also auch die Fenster. Das Grundstück liegt im Prinzip, wenn man sich die restlichen Häuser anguckt, die sind alle höher gelegen als das Grundstück, wo der GT2 RS stand, da wo im Prinzip, wo wir unser Haus gemietet haben für die Tage an der Nordschleife. So, und jetzt gehe ich eigentlich einmal rum. Und da wird die Geschichte halt jetzt sehr interessant. Jetzt sieht man gleich, wie das vonstatten gegangen ist. So, jetzt zeige ich euch nochmal genau, an der Stelle sieht man auch nochmal diese, wo das Gras halt platt gedrückt ist. Da wurde der Wagen im Prinzip mit einer Vorrichtung, ich weiß nicht in welcher Form, es gibt ja diese Werkstatt-Hubwagen, wo der Wagen dann halt immer hin und her bewegt wird. Und hier sieht man ganz genau diese Furche und im Rasen. Und da zeige ich auch nochmal, wie viele im Prinzip ausgebuchte Häuser mit Autos, die auch wirklich davor stehen, mit teuren Autos, da in der Gegend sind. Und auch in der Nacht konnte man eigentlich theoretisch alles beobachten durch die Fenster. Ich vermute, dass die spezielle Hubwagen hatten, mit weichen, großen Rädern, die nicht in dem weichen Gras einsinken, sondern die halt das Auto, die ganzen 1,2 oder 1,3 Tonnen, ist kein schweres Auto, aber ist jetzt auch kein absolutes Leichtgewicht, ne? 1200 Kilo musst du ja auch erstmal über den Rasen schieben. Und wenn du da diese kleinen Plastikrollen hast, das würde ja in dem Rasen einsinken. Das würde nicht funktionieren. Das heißt, die hatten tatsächlich dann so kleinen Gummireifen mit Luft befüllt, ne? So müsste man sich das vorstellen. Damit konnten die dann problemlos über den weichen Rasen das Fahrzeug bewegen und verschieben. Und vor allem auch aus dem Carport musst du ja erstmal das Auto komplett so seitlich wegbewegen. Das heißt, du hast ja keinen Platz zum Rangieren. Du musst wirklich einfach den Platz, den du hast, komplett perfekt ausnutzen. Und das kannst du halt nur, wenn du vier solche, ne, solche Teile unter den Reifen hast, die 360 Grad drehbar sind. Man müsste noch mal vielleicht ein Bild raussuchen, ob es nicht sowas gibt zum Kaufen direkt im Internet. Meinst du, die waren mechanisch? Gibt es sowas mechanisch? Weil ich kann mir, das ging ja schon. Also pass auf, die haben halt wirklich so einen Hebel. Du schiebst das im Prinzip unter das Rad und der hat ja auch extrem breite Räder, das Ding. Ja, das Ding hat ja, weiß nicht, 335er auf der Vorderachse hat er 265. Das ist ein richtiger Walzen. Ja. Und dann musst du es im Prinzip so vorstellen, dass die eine Rolle
von hinten rangeschoben wird, dann wird das so seitlich rangeschoben und dann hebst du mit so einer Stange im Prinzip, hebelst du das Rad auf. Und dann steht der Reifen im Prinzip in dieser Furche, also in diesen zwischen so zwei Stangen, und dann hat jedes Rad vier Rollen, ja, musst du dir so vorstellen. Ja. Und diese vier Rollen kannst du dann dementsprechend in 360 Grad Richtung verdrehen und dann hast du im Prinzip eine gleitende Plattform, auf dem der Wagen steht. Aber mir persönlich war noch nicht bekannt, dass es die halt nicht mit so kleinen Plastikrollen, das kennt man ja, auch in der Werkstatt bei Night Factor, wo wir eben waren, stand auch der R8 auf diesen Rollen. Da habe ich nochmal geguckt und das sind halt wirklich so Mini-Rollen. Stand auch G2S. Schön wäre es, ne? Dann könnten wir das Ganze ja auflösen und sagen, es war nur so. It's a prank, bro. Ja, it's a prank, ja, leider nicht. Auch ziemlich interessant, weil hier seht ihr, wie eng es ist. Der Wagen ist knapp 2 Meter breit, würde ich jetzt mal schätzen. Und das sind vielleicht 1,60 maximal. Der Flügel, also den musst du wirklich da durchgeprügelt haben. Auf der Terrasse stand auch noch ein Tisch neben dem Grill, das haben die alles weggeschoben, dementsprechend dann, um das Auto da durchzuschieben. Und hier seht ihr, wie eng das ist. Also zwischen der Hecke und dem Busch da rechts ist kaum Platz. Das sind, ne, die haben den da einfach so im Prinzip mit Gewalt durchgeschoben. Dann an diesem kleinen Häuschen vorbei, und zwar rechts, da sieht man auch nochmal, wie platt gedrückt der Rasen ist. Und da geht es auch ziemlich bergab, Leute. Ne? Also da geht es halt krass bergab. Und wenn du da, wenn das Auto da anfängt, irgendwie in eine Richtung zu rollen, dann... Deswegen meine ich ja, du musst ja irgendwie die Möglichkeit gehabt haben, das, ja, zu stoppen im Notfall. Also eigentlich müsstest du tatsächlich die Möglichkeit gehabt haben, beim Kinderwagen gibt es ja auch diese Feststellbremsen, weißt du? Mhm. Dass da so eine Art, ja, mechanische Sperre drin ist, wo du dann einmal kurz justieren kannst, hinten zum Beispiel sperren kannst, den Wagen einmal umpositionieren und dann halt in die andere Richtung wieder verschieben. Ne? Und das musst du auch mit 5 Leuten machen. Ja. Also ich glaube, mit 3 Leuten kriegst du das nicht hin. Ich finde das so verrückt. Dabei müssen doch so die Punkte gehen, weil du hast ja Häuser drumherum. Du hast irgendwie 4, 5 Leute, die in dem Haus selbst sind. Klar, die hatten einfach brutalstes Glück und haben es schnell gemacht. Naja, die waren halt echt schnell. Und ihr seht, es ist nirgendwo wirklich viel Platz zum Rangieren. Das heißt, dann schieben die den, so wie ich jetzt im Prinzip da längs gehe, schieben die das Auto zu diesem Kreisverkehr. Das ist eine Sackgasse. Und aus dieser Sackgasse geht es dann oben raus Richtung Ausfahrt aus dem Ferienhausgelände im Prinzip. Und dann kannst du eigentlich davon ausgehen, dass sie das Ding in einen geschlossenen Hänger gepackt haben. Ja. Weil das Auto mit Kennzeichen bzw. die, also es wird einfach extrem auffallen. Ne? Das wäre ein zu hohes Risiko, dass es Zeugen gegeben hätte. Und ja, wie gesagt, ein Zugfahrzeug sogar so aus. Und krass, den habe ich noch gesehen um 5 Uhr morgens, als er da an mir vorbeigerollt ist, als ich zur Nordschleife gefahren bin, ja, beispielsweise. Es wurde auch wirklich platt getreten da auf Instagram, was auch sehr, sehr cool ist, dass selbst große Firmen wie Manta Racing und sowas haben das Ding halt gepostet. Ja, hier gehe ich nochmal den Weg sozusagen zurück. Eigentlich hätte man nach unten sagen sollen, okay, wir stellen mal ein Auto, wie das gemacht war. Ja. Das wäre super interessant eigentlich. Aber du hast halt diese Werkstattrollen nicht, ne, zur Verfügung. Das ist Eigenbau, da bin ich mir relativ sicher. Etwas, was es gibt, und dann halt umgebaut, angepasst. Ne? Das waren auch Profis, ganz klar. Meine Vermutung ist auch, dass die das Fahrzeug observiert haben an der Nordschleife. Ich denke nicht, dass die das Fahrzeug aus Hamburg verfolgt haben zur Nordschleife, sondern es sind Banden, die darauf spezialisiert sind, die vielleicht auch einen Hinweis bekommen. Hey, pass mal auf. Über Insta oder so, weil die Jungs haben ja auch Storys gemacht. Theoretisch auch, aber ich vermute, dass die halt Späher haben am Ring. Dass da Leute sind, die einfach sowieso vielleicht da sind, die dann mit denen zusammenarbeiten, die dann einfach einen kurzen Anruf machen oder eine kurze SMS, wie auch immer, schreiben, sagen, hey, pass auf, wäre das nicht ein interessantes Auto für euch? Dann kommen die da hin extra, gucken sich das Ganze vor Ort an, verfolgen die Leute dann auch wirklich am Ring, gucken, wo die pennen, ne, wie die Gegebenheiten sind. Dann schauen die natürlich, wenn die Jungs dann am Ring sind, gehen die in das Ferien, ja, ums Ferienhaus herum, gucken sich genau die Gegebenheiten an, nehmen dann so ein bisschen Maß und sagen dann, okay, in der Nacht passiert es. Das ist schon krass, ne? Also so, das ist meine Erklärung nach den ganzen Tagen, wo ich mich damit auseinandergesetzt habe. Anders kann ich mir nicht vorstellen. Muss auch ein komisches Gefühl gewesen sein, wenn du weißt, okay, du wurdest jetzt wahrscheinlich die letzten 1,5, 2 Tage hier komplett von A bis Z beobachtet und die wussten genau, dass ihr alle jetzt schlafen gegangen seid und haben gesagt, ja, okay, Jungs,
Also das ist schon brutal. Und ich denke auch, wenn man sich so denkt, oh, die würde ich kaputt klatschen und ich würde da rauslaufen und denen die Fresse einschlagen, klar, kannst du machen. Aber wenn einer ein Messer zieht oder ein Schraubenzieher dir in den Bauch rammt, hast du auch nicht wirklich was gewonnen. Wenn es auch so ein Ding wahrscheinlich. Also entweder, wenn die das gemerkt hätten, wären die abgehauen oder sonst hättest du wahrscheinlich auch tatenlos, wenn die schon das Ding auf den Hänger laden oder so. Die setzen sich ja in dem Moment auch einer Gefahr aus als, als Dieb in dem Fall. Die wissen natürlich auch, dass die Leute mit, vor allem bei solchen Autos emotional und handgreiflich werden. Aber es ist schon krass. Also wenn alle Jungs jetzt wach geworden wären, wenn einer was gehört hätte und gesagt hätte, ey Leute, die Karre wird gerade hier weggeschoben, da wäre es halt schon kritisch gewesen. Ja. Ne? Aber das Risiko gehen die ein. Ich frage mich auch, was mit der Karre passiert. Ne? Ob das nun in Einzelteile zerlegt wird, das Auto, ob die Fahrgestellnummer gefälscht wird und dann nach Dubai verkauft, wo eh kein Hahn nach Kret, wo das Auto herkommt, weil die Leute wollen das Auto unbedingt haben und sagen, ey, ganz ehrlich, wenn die Papiere einigermaßen stimmen und die Fahrgestellnummer da relativ gut gefälscht ist und das Auto einmal wirklich umlackiert wurde. Es ist einfach so, dass andere in anderen Ländern nicht so viel Wert auf Originalität oder auf den Ursprung gelegt wird von dem Auto, wie vielleicht in Deutschland. In Deutschland ist die Fahrgestellnummer natürlich verbrannt, ja, das ist klar. Wie willst du sowas zurückverfolgen? Ne? Das ist halt die Frage. Fast unmöglich. Und damit ist die Geschichte dann eigentlich schon besiegelt. Ich weiß jetzt nicht von der Versicherung, was da jetzt läuft, aber das scheint alles seinen Gang zu nehmen. Das heißt, in dem Fall wird da zumindest keinen finanziellen Schaden erleiden. Das ist dann nur dieser emotionale Schaden und du hast halt kein GD2 RS erstmal. Ich kann ja auch sagen, das Auto ist ja wahrscheinlich, wäre wahrscheinlich auch über die Jahre im Wert gestiegen. Absolut, es ist, hat Wertsteigerungspotenzial ohne Ende und da wird einfach auch Wert zerstört. So professionell wie das abgelaufen ist, werden die auch schon ganz genau gewusst haben, Schritt 2, Schritt 3, Schritt 4. Meinst du, die Leute, die das Auto geklaut haben, gucken das hier? Das wäre so geil. Ach so, und übrigens der AMG GTR Pro, über den wir auch gesprochen haben, der ging ja dann Richtung Holland, ich glaube Rotterdam, Hafen. Ganz klare Nummer. Und da sieht man schon, ne, die Autos werden halt eiskalt Container reingebracht. Ja. Wahrscheinlich da schon zu dem Zeitpunkt gibt es gefälschte Papiere. Die kommen wahrscheinlich komplett im Paket. Genau. Papiere, alles. Vergangenheit. Genau, alles fertig gemacht. Und dann ab. Und dann gibt es wahrscheinlich so wie auch in anderen illegalen Geschäften dann Leute, mit denen die dann am Hafen zusammenarbeiten. Die dann sagen, okay, ne, ich drücke ein Auge zu. So läuft das. Gut, ich würde sagen, an dieser Stelle wenn wir uns auch so ein bisschen mit dem Thema zumindest erstmal verabschieden. Falls ihr da wirklich irgendwas gesehen haben solltet oder so, ich rufe es jetzt einfach nochmal auf. Social Media ist halt so ein Brand, das geht dann 2 Tage und dann spricht kein Mensch mehr drüber. Genau, alle Hinweise an mich oder halt Mr. Gior. Es gibt Zufälle im Leben, die glaubt man nicht. Ja. Kann ja sein, dass es doch Früchte trägt, das Ganze. Wäre natürlich richtig cool. Und wenn nicht, dann ist es für euch einfach vielleicht nochmal ein Hinweis, dass man vorsichtiger sein muss, dass man sich nie zu sicher fühlen kann, dass man vielleicht eine gute Alarmanlage in seinem Auto verbaut. Genau, das war auch noch ein Thema, ein kleiner Nachtrag. Die Alarmanlage wurde von Porsche abgelehnt, weil er seine Garantie dann verloren hätte. Das heißt, Porsche hat gesagt, du, pass auf, du hast ein seltenes Auto, die werden auch mal geklaut, wir wissen das alles. Aber du darfst es trotzdem machen, wenn du es machst, verlierst du deine Porsche Approved. Und bei einem Auto für 400.000 willst du deine Porsche Approved nicht verlieren. Scheiße. Ne? Du machst ja alle Wartungen da und hin und her. Dann verlierst du ja auch so ein bisschen die Historie vom Auto. Wenn du sagst, du scheißt auf die Garantie oder so und machst dann halt, worauf du Bock hast. Aber ich finde, bei so einem sicherheitsrelevanten Thema könnte eigentlich Porsche auch selber mal was anbieten. Das ist für mich auch unverständlich, warum das bis heute nicht so ist. Das sehe ich sehr, sehr kritisch. Da müsste es eigentlich eine Lösung für geben, weil man sieht, der Bedarf ist da. Ich sehe das als eine schlechte Erfahrung, die ich dementsprechend extra auch deswegen mit euch teile. Und ich hoffe natürlich, dass sowas in Zukunft überhaupt nicht mehr passiert. Vermeiden kann man es nicht, aber ihr seht, selbst das Zuparken, selbst wirklich die coole Sicherheitsvorkehrungen, die man so als normal denkender Mensch manchmal trifft, die helfen auch nicht in dem Fall. 100%ige Garantie gibt es auch mit der besten Alarmanlage nicht, das ist auch klar. Aber ja, Leute, achtet einfach drauf, passt auf, bucht euch vielleicht irgendwas mit einer Tiefgarage. Vielleicht ist das etwas, was so ein bisschen weiterhilft. Seht zu, dass ihr das Auto vernünftig versichert. Ich glaube, das ist sowieso das Wichtigste am Ende des Tages. Unkompliziert an sein Geld zu kommen, ist, glaube ich,
doch schon sehr entscheidend. Ne? Jo, an dieser Stelle, macht's gut, bleibt dran, bleibt immer artig und bis zu den nächsten Videos bei uns auf dem Channel. Bis dann, haut rein.